Und damit einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, hier bei uns auf dem Kanal. Wir sind heute der Delivery Man. Ja, wir haben ein kleines J-Horror-Game am Start und ich sehe einfach mal gar nichts hier, Alter. Mit dabei im Dunkeln tappt der wunderbare Benny, The Brave. Er ist wieder mit dabei. Hi Benny, grüß dich. Und ja, wir sind quasi der DHL-Bote in Japan, in Tokio, glaube ich, sind wir. Oder in irgendeinem kleinen Nest, weiß der Geier wo. Alter, und hier ist anscheinend absoluter Stromausfall. Alter, und man muss sich mal vorstellen, wir sitzen ja hier und ihr seht ja, hier sind Lampen an, ja, damit ihr uns seht, ne, damit wir vernünftig ausgeleuchtet sind. Und man starrt neben diesen Lampen. Ja, und das ist nicht nur eine kleine Funzel, die an ist, sondern das ist hier schon ein ganz schönes Gewitter. Auf so einen schwarzen Bildschirm. Wo man einfach, also, oh, hier ist ein Geländer, aber mehr sieht man hier auch nicht. Okay. Also, ich weiß eigentlich nur, dass wir jetzt hier anscheinend unser letztes Paket ausliefern sollen. Ja, hier ist jetzt quasi unsere letzte Tour. Also wir sind jetzt mit dem Transporter, wo du gerade weggelaufen bist. Da sind jetzt unsere Pakete, glaube ich, drin. Ach, die sollen wir noch mitnehmen. Ja, ja, die müssen also, wir jetzt macht Sinn? Können wir denn hüpfen? Nein? Oh ja, doch, können wir. That's my last stop. After I deliver these 5 packages, I'm done for today. Ja, das ist ja schon in anderen Spielen ganz toll gelaufen. Package C. Wollen wir mit A anfangen, Benny? Wir können mit C anfangen, wir können mit A anfangen. Es ist, glaube ich, suchst du aus? Ja. Dann hole ich mir mal Paket. Spielen heute. Ich bin wieder der Backseat-Gamer, der einfach nur hier sitzt und oh, das ist jetzt so gut, ey. Okay, also ich lässt. Ich weiß jetzt, press tab to open the inventory. Alles klar? Okay. Can you switch items using, okay, mouse crawl. Ah. Oh. Okay. Raum 206. Also, richtig. Zweite Etage. Also, wäre jetzt meine Idee mit 206. Wo sind wir denn jetzt auf immer? Na, da, wo wir das ausliefern sollen, oder nicht? Ja, ja, aber das ist jetzt doch... Ach so, ah, guck mal, der hatte quasi dann so geladen, irgendwie, dass wir gleich woanders starten. Weil ich habe jetzt natürlich die Gasse jetzt erwartet, ne? Wo wir gerade waren, aber da sind wir nicht. Komm, lass uns erstmal ein Fahrrad klauen hier. ich habe so einen letztens schönen Buch gelesen, in den letzten 3 Monaten ist mein Fahrrad 3-mal geklaut worden. So haben dann die Diebe für das nächste Fahrrad irgendwie nochmal eine Wunschfarbe. fand ich witzig irgendwie. Also, wer kennt es wahrscheinlich nicht? Ich glaube, jedem von uns ist schon mal ein Fahrrad geklaut worden irgendwie. Wem es noch nicht passiert ist, würde mich mal interessieren. Haut es mal in die Kommentare. Ihr seid einer der seltensten Lebewesen auf diesem Planeten. 206. What should I do? Tja, na, Dorbel. Tja, nichts. Knocken wir mal. Not yet? Was ist denn jetzt? Mach die Hütte auf oder kapp dir deinen Strom geholt. Dann muss hier, glaube ich, nochmal klingeln. 2L2 wieder zurück in Transporter. War der Pech, ja. Kriegt dann einen Zettel, einen Tag später erst. Oh! Hinterlegt. Blöder Wichser, Alter! Na, du hier mit deiner. Der wankt aber ganz schön. Naja, er hat auch Chlorex gerade gesoffen. Oh. You took way too long. Get the hell off my face, ja. Alter, was ist denn mit dir los, du Vogel? Na, zu viele Zähne im Mund? Wollen wir ein paar rausnehmen, oder was? Alter, spinnt der? Was war das denn für eine Reaktion, ey? Na, sag mal. Oh. Glaub ich spinne. Tja, ja, ich möchte ja nicht wissen, wie viel von den ganzen Hermes, DHL, UPS und wie sie alle heißen, irgendwie, wie oft ihr auf solche Arschgeigen treffen müsst, irgendwie. Chapeau, Leute, ihr habt echt keinen leichten Job, ja. Da muss ich hier mal die Lanze brechen. Für alle Paketlieferanten. Ich glaube, die könnten auch darüber echt Bücher schreiben. Ja, das ist die skurrilsten Geschichten. Und jetzt Paket B dran.
Wir können auch immer nur ein Paket mitnehmen. Das ist super irritierend. Ich würde gerne mehrere mitnehmen. Aber jetzt war auch nicht irgendwie mit... Was? Mit irgendeiner Adresse? Nee, musste, glaube ich, hat er doch vorhin gesagt, musste auf... Was war das denn die ganze Zeit? Tab drücken, 5, genau. 502. Okay. Ja, das ist ja ganz oben. Na ja, dann. Na, du wickst doch mal unten ab, wa? Wie zu Gang und Gäbe ist. was sind das da? Müll, guck mal weiter. Kann ich springen? Fluchtwege werden... Ja, ja, das wird hier groß geschrieben, ne? Das wird hier groß geschrieben. Gibt's so, haben wir denn hier drüben noch ein anderes Treppenhaus? Ich glaube nicht, oder? Meinst du? Guck mal, Tatsache. Tja, wo machen wir nur hier, Frau Schreck? Können wir beim Nachbarn? Wir müssen es beim Nachbarn abgeben, oder? Wie siehst du das? Na, können wir das beim Nachbarn abgeben? Ich weiß nicht, ist das hier ein Fahrstuhl? Ah, Leute, das ist aus wie ein Fahrstuhl, wa? Leute, nein. Er funktioniert nicht, das würde ja. Doch, 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 da kommt er doch, hör mal. Okay. Hör ja, mal, ist ja gut. Ist er doch. Ich dachte, er geht nicht. Wäre auch so typisch. Oh, nee, mir schickt nicht, Alter. Ist ja creepy, das Ding. Was? Oh, ey, da darfst du auch hier kein Klaustrophobiker sein, ne? Ich stell mir gerade vor, wenn du da frisch einziehst, wenn du Möbel nach oben schleppen musst. Ja, da kannst du hier deine Topfpflanze kassieren, schnell nicht warten, Alter. Mehr geht hier nicht. Zu welchem Raum war das jetzt? 500, was? 502. 502, okay. Oder? Ja, 502. Ja, okay. Na dann. Hello, Sir. Was hat die denn da, Alter? Thanks. I have a reward for your great service. You love cats, too, don't you? Take it. And be gone. Hat die uns okay. Jetzt hier eine Dose Katzenfutter eben? Ja, danke. Wofür? Na, als Dankeschön. Für den großartigen Service. Ist ja lieb gemeint, aber haben wir eine Katze? Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich. Okay. Ist das egal? Ich bringe runter. Jetzt. Jetzt. Was ist. Ja, ich bringe ihn mal zum Auto. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass du in die vierte Etage nur kommst, wenn du in die fünfte fährst und dann runterläufst. Ja. So, denn. Guck mal hier, eine Katze. Das ist ja geil. Eigentlich wollte ich das hier in den Müll schmeißen. Ja, das ist ja cool. Kannst du, weil da so ein Punkt ist, kannst du den Container öffnen? Oh, Lord. Oh, hi. How are you doing? How's the new apartment? In the previous apartment, you had to move because the resident, they weren't so kind to you. Is it okay this time? Before... There were people who made a fool of themselves about disability and welfare, right? I said many times before, you went to bed one. Don't blame yourself. Also, don't be impatient about getting a job. Kohai, you're my son. You'll be okay? Things will get better. Mom. Okay. Ich hab's da jetzt. Nee. Ja, was sollen wir jetzt mit ihm? Was sollen wir damit? Ist das irgendwie irrelevant? Kohai? 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 Warum steht denn da so ein Typ da? Hey, hallo. Who are you? Das ist Kohai. Bist du Kohai? Ich geh mal hoch. Jo, oh, frag ihn nochmal. Ich frag mal. Vielleicht ist er Kohai der Katzenliebhaber? Oder war es der nette Nachbar, der uns... He's gone. No, he's gone. Mal gucken, ob er ist, wer da ist. No, he's gone. Oh, nee. Und hier ist auch alles weg. Scheiße. Die Katze ist ja auch weg. Die Katze ist auch weg. Das ist ja creepy. Okay. Ja, okay, gut. Na dann. Würde ich da mal sagen, hol. Mann, Alter. So, dann. Paket C. Paket C. Sind wir bereit für Paket C, Benni? Ja, es geht. Es geht, ja, gut, ey. Raum? Ah, siehst du? 401. Ah, okay, was jetzt hier für einen kaputten Ding hier aufmacht. Ach, komm hier. Ach, diesmal nicht klingeln, ja? Diesmal machst du Knock Knock. Was? Hallo? Hallo?
Na, du völlig unheimlicher, kick dir mal die zugekoksten Nasenlöcher an, Alter. Na, wachsen dir schon Muffins aus den Nasenlöchern? I'm scared. Ja. Aha. Was jetzt passiert, Mann, wenn man sie so voll ballert? Horrortrip? I'm the only one. Aren't you scared? This whole place. It's like I'm becoming a part of them. Never mind. Forgot about it. Nimmst du jetzt dein Dildo King Paket hier oder was, du Fromms? Me? Ja, hier. Have they left the room, man? I don't know. Ach Gott, hört's ein Zimmer nicht hier verlassen seit 1000 Jahren. Stop counting. Oh, right. You're here for a package. Don't know if I can trust you. And your puzzle just yet. Talk to the priest. Oh, Alter, was ist los? Was ist denn mit dem Trust you until you talk to the priest. Ich soll jetzt erstmal mit dem Priester labern. Vorher vertraut er mir nicht. Ich sag, im Raum lift. 105. Ey! Nimm dieses scheiß Paket an, Junge! Ich will auch Feierabend machen. Ach, Alter, echt jetzt, ey. Ja, dann muss ich erstmal mit dem Priester quatschen. Ist ja, ja kein Problem. Irgendwie. Oh Gott! Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das? Also. Ja. Hallo, du komisch glänzend lächelnder Mann ohne Zähne im Mund und irgendwas da aus dem Schlepper hängt. Tisk, du bist der Priester. Na, schön, Dank auch, Alter. I see Michiru, send you here. I'm the local priest. Na, alles klar, alles klar. Say no more. Du bist wahrscheinlich Teil der katholischen Kirche. Ohne jetzt hier irgendjemand dissen zu wollen, aber es gibt ja eine gewisse Kontroverse. Und er sieht mir so aus. I can sense that the package is Oh. Klar, ist das Paket verflucht, Alter. But I need to make an offering first, before I can perform any sanctifications in the objects, on the objects. Monetary, that is. Tisk. Ja, Tisk. I need cash. Alter, before I can perform any. Was ist los? Ey, jetzt Kohle von uns? Du willst einfach nur ein bescheuertes Paket, Alter, abgeben? Alter, ich geh jetzt wieder hoch und verlang Kohle von dem? Das kann doch nicht sein Ernst sein. So, du Fatzke. Guten Tag. I spoke to the priest. Directly, yeah. Ah, how lucky you are. I only exchange words through the door. Intercom. So, he needs money? Why, of course. What the priest says is always right. Here, give this to him. Make sure to give it to him ASAP. I don't want the priest to be waiting and go, ja, natürlich. Hier, nimm bitte diesen. Das sieht ja aus wie so ein Scheck irgendwie, den man da übergibt. Willkommen bei der Postcode-Lotterie hier. Man hat ja gleich das, Gott, wie heißt er denn hier? Wie heißt denn der Typ, der die Postcode-Lotterie macht? Kai Pflaume. Kommt bestimmt gleich Kai Pflaume. So, ich möchte dem Priester kein Geld geben. Ehrlich gesagt, das setzt so das völlig falsche Zeichen irgendwie. Na? Das Grinsen auf meinem. Hallo. Oh. Ja, hier nimm mein Geld. Let me double check the ammo. Oh, wait. What? Tisk. This can't possibly be enough. Does Alter, really think he can get away with this? Ja, es muss reichen, Alter. This isn't enough. Oh, echt jetzt? Ah, nein. Nein, mir schick nicht. Ah, ah, ihr Psychopathen? Hier, so, gib mal. What? It wasn't enough? Forgive me, priest. I hope this much I will help. This is all of God. For this month. Ja, na bitte. Man nimmt mal einfach ein Paket und hol nicht rum, dass du nicht noch Cola hast. Ich sag's my parents, to give me more, na bitte, Alter. Na, frag mal deine Eltern noch, Alter. Was ist. So, okay. Jetzt kommt wieder Kai Pflaume von der Postcode-Lotterie und sagt dir, wow, hier, komm, zieh mal dein Check hier mit $300,668 raus. Let me double check the amount. Wait. Oh, that's enough. Barely, that is. I forgive him this time. Let us begin. The Ritual, oh Gott. Was will er denn jetzt machen?
Er macht jetzt, er befreit jetzt das Paket von bösen Geistern, indem er hier sein Done. Few. Tisk. Now, go away. Alter. Oh. Egal, Japan ist immer wieder ein schönes Land. Hier ist ein Paket, was nach Altmännersack riecht. Bitteschön. Forgive me, Priest. I'm ready to take the packet. Ach, jetzt bist du bereit, das Paket zu nehmen. Na jetzt dann. Ist er bereit. Now go away. Ich hab den völlig nicht vorher, also den völlig, wie sagt man denn irgendwie? Ja. Ach, ich bin zu wütend. Ich bin einfach zu wütend, um jetzt hier vernünftige Sätze zu formen. So, wir haben noch, wie viele Pakete jetzt? Eins, zwei? Na, wir haben jetzt noch zwei Pakete. Zwei Pakete haben wir noch, okay. Oder? Ja, ne, müssten zwei Pakete sein. Ja, hat doch keiner unsere Arbeit weiter gemacht. Na dann. Ja, Package D. Mal das große Paket nehmen. So, das große, oh, das große Paket ist ein bisschen kleiner geworden in unserer Hand. Aber das ist gar kein Problem. So, 305. Ich, wenn es das große Paket ist, ja, wenn ich mir diese Größe des Kartons angucke, kann das eigentlich nur ausschließlich, und da ist der japanische Markt sehr für bekannt, gebrauchte Damenunterwäsche sein. Das, ey, es gibt in Japan, ungelogen, Automaten dafür. Wo du dir Schmutz... Für getragene Unterwäsche? Ja, für getragene Damenslips. Die kannst du dir da am Automaten ziehen. Alter. Frag mich nicht wieso, aber das gibt's da. Boah, und da mische ich jetzt ja nicht weiter drauf ein. Nee, ey, wirklich. Oh. I can ring the bell. Warum sind denn überall eigentlich die Briefkästen, die Briefschlösser zugeklebt? Von außen vor allen Dingen? Oh, hallo. Ja, hallo. Und willkommen bei Emily Wants to Play. Wir liefern die letzte Pizza aus. Hat die jetzt die Tür zugemacht? Hallo, Sir! Kaviere, Schmunzchen, Schlüpfer dabei! Kann ich das nicht jetzt einfach hinlegen? Die Tür geht auf. I'll be right there. Okay, na dann. Ich kann die... kann die Schwelle nicht überschreiten. Ist okay. Also das ist schon... das ist Oh! Wow! Wo kommt die denn angeschlichen? Weil, ey, was? Was ist denn hier verkehrt? Achso, muss ich mich korrigieren? Ist doch von Dildo King. Alter! Was macht die denn für Verrenkungen? Ja, das ist orthopädisch korrekte Haltung. What are you doing? This package. That package. It's a bed frame. Okay, Bettrahmen. Na bitte. You're gonna help. Na, möchtest du ihr gerne helfen? Alter, also beim Aufbau? Helfen, ne Bett. Ey, Alter, was? Warum liegt denn da Stroh? Ja, Alter. Na klar, baut mit dir das Bett auf. Baum, bucke, bucke, wow, wow, wow. Also eins muss man ja sagen. Wenn die sich so stretchen kann, ist sie sehr gelenkig. Ja, ist halt nur die Frage, ob man das so will, ne? Set das up the bed frame. Okay. Schwarze Bildschirm. Okay. So, das hätten wir. Wo ist hin? Wo bist du? Was ist los? Warte, soll der Bettrahmen sein? Naja, ist halt so ein kleines... Ach so, da. Das ja, ich hab's gerade nicht erkannt. Okay. So, darf ich jetzt bitte gehen? Ich möchte gehen. Warum ist hier niemand? Wo ist die Haustür überhaupt? Ist hier auch kein Licht? Die sind alle zappenduster, ich verstehe es nicht. Was? Hattest du vorher nicht noch eine Taschenlampe? Ja, aber... ich, ja, nee, mit... mit geht hier nichts. So, was sind die? Oh. What? Nein, Alter, was soll denn das jetzt noch? Jetzt sollte eine schöne, entspannte Schicht werden. Aber nein... Mach da noch den Assi-Block, haben sie gesagt. Hallo, verrückte kannst Frau. Kannst du einfach wieder aus der Tür gehen? Da links war doch, da ist doch die Haustür. Hier, jetzt rechts, da geradezu, nee, geht einfach jetzt raus. Jetzt will ich mal wissen, was jetzt hier los ist. Nee, du, das wird, ja genau, das Klo. Du suchst doch wieder... was? Wie geht ja, das denn? Das, liebe Freunde, das sind japanische Waschbecken. Tische, ja. Da muss man unter das Klo, quasi.
Also niemand hat wahrscheinlich damit gerechnet, diese Tür zu öffnen. Der Entwickler denkt wahrscheinlich, nee, jeder geht sofort raus. Aber nicht wir. Wir sind hier investigativ unterwegs. Wir durchsuchen auch die letzten Pfoten. Aha. So. Ja, klar. Wir decken auf. Hier die Mikrowelle. So direkt auf der Spüle. Ja, wahrscheinlich hat sich die, ich würde mal vorsichtig sagen, die nette Frau. Nee, über uns muss sie ja anscheinend irgendjemand umgebracht haben. Ja. Sollen wir nochmal kicken? Komm, wir gehen nochmal gucken. Ja, ich bin verwundert, dass du gar nicht nach einem Badezimmer so richtig ausschau jetzt, also nach einer Wanne speziell. Ja, hab's ja nicht, hast du ja gerade gesehen. Gab's ja nicht noch einen weiteren Raum? Nein, da gab's keinen. Wir waren doch schon im Bad. Ja, im Bad, aber vielleicht gibt's ja eine extra Wannenbereich. Ah, viel besser. Pass auf, wir fahren jetzt hoch. Du willst jetzt in den Raum 405. Richtig. Anstelle einfach das letzte Paket abzugeben, ja, Schichtende, drauf geschissen. Nee, ich will in 405. Nein, du weißt ganz genau, wir haben eine Verantwortung. Als Paketträger hast du eine Verantwortung zu tragen. Und mit großer Kraft kommt große Verantwortung einher. So, pass auf. Jeder Normale würde gehen, würde sagen, ja, tropft ein bisschen Ketchup runter, ist okay. Ne, ich hol den widerlichen Priester von unten. Der soll ich, weißt? Warum 404? Ist denn... Was? Wo ist denn 405? Aber es gibt... Was war das? I don't know. Warum gibt es kein 505? 405. 405? Klopf doch mal. Ja, kannst du was machen? Achso, nee, kannst du nicht, okay. I can do nothing at all. Ja, also man kann sich jetzt mal den Spaß machen, man kann jetzt mal wirklich versuchen zum Auto zurückzugehen. Und ob wir eventuell doch wirklich das Paket nehmen können jetzt. Das Ding ist offen, das heißt, wir können das letzte Paket abgeben. The last package. Oh, so, okay. Wo soll denn hingehen? Danach haben wir Schluss, Feierabend, finito. 202. Nein. Irgendwie halt ein unnötiges Gefühl, Benni. Ja. Irgendwie so ein bisschen. Das wäre zu einfach. So, bitte, Alter. Bitte sei da und nimm einfach dein Paket an. Ich möchte auch nicht aufbauen oder irgendwas jetzt. Nee, wir müssen wieder zum Priester. Was ist jetzt los? Ich hab keine Ahnung. Hallo? Ja. Oh. Was ist das denn? Wo will er denn hin? Ja, my baby. My baby. You have to help me, catch him. Na bitte, jetzt kann ich nur noch Baby finden. Das ist ja super. Das ist ja toll. Da hat er richtig Bock drauf. Ist er jetzt nach oben gerannt? Da gibt's dafür nicht so eine Babyline? Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Arschbaby. Also ganz nach oben kann er ja nicht kommen. Da sind ja, obwohl Kinder können alles. Ja, ich wollte mich gerade sagen, da sind ja die Mülltüten. Aber, das interessiert ein Kind, glaube ich, recht wenig. So, okay, dann vierte Etage. Oh, hier, offene Tür. Baby! Nein, die ist doch, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Oh nee. Oh bitte nein. Kühlschrank. Irgendjemand möchte, dass wir uns den Kühlschrank angucken. Glaube ich. Och, der mag einfach seinen Kühlschrank. Der findet den toll. Deswegen hat er ganz viele Fotos gemacht davon. Oh fuck. Hallo? Oh nein. Definitiv Verdauungsstörung. Da hatte quasi jemand hier in die Ecke geschissen. Der hat sich mehr ausgehalten. Geht hier, da geht's auch noch weiter. Ach du Scheiße, wenn klar ist dann. Wo sind wir denn hier? Schöner Balkon, bisschen trostlos, bisschen lebensversagend, aber können wir hier irgendwo rein? Nein, können wir nicht. Warum soll man jetzt hier raus können? Verschlossen. Nee, oder? Ah,
ja, andere Länder, andere Sitten. Ne? Das ist prinzipiell ist eine sehr sinnvolle Sache. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn man sich das mal so überlegt. Theoretisch würde es doch aber, gehen. Aber geil ist auch nicht irgendwie. Nee. Oh Gott. Ja, wo ist denn jetzt der Kühlschrank, sag mal? Weil so groß ist ja die Bude hier nicht. Oh, 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 oh. Was? Oh. Arschbaby! Und die Tür ist auf einmal wieder offen. Ja. Ja, das ist hier so ein Pansenrucksack da vorne. Was ist los? Wenn ich hier irgendeine Gefahr sehe, schmeiß ich sofort das Baby da. So wie Ace Ventura, weißt du? So, oder müssen wir mal hin? Wo war denn das? Hier bei Meet the Fockers oder irgend sowas? Teil 2. Wo in dem Wohnwagen da der Klo hochhält, der Chemieklo, und der hält sich der Baby noch. Was ist denn jetzt los? Warum ist jetzt hier aus? Wo ist Baby? Wo fahren wir hin? Was ist hier los? Warum ist Notbeleuchtung an? Oh, oh Gott. Überall ist Notbeleuchtung. Steht dein Auto hier? Truck hier? Da ist eine Leiter. Das sind überall Leiter. Donkey Kong, Alter. Oh, ist denn das jetzt für ein freaky Shit? Money. Nein. Du musst alle Pakete nochmal abliefern? So, das Schlimme ist, wenn hier auch noch Geld liegt, muss ich auch noch zu dem ekelhaften Typen. Kannst du mehrere Pakete dafür jetzt? Oh, du kannst sie für alle nehmen. Geil. Nice. So, welche habe ich denn jetzt hier? Ich habe... Money. Kann ich wechseln? Warte mal mit... Mausrad wahrscheinlich. Nee. Oder? Nee. Ah, oh, dann machen wir mal 206 erstmal. Ah. Oh. Dann mach ja, machen wir mit... Erstmal zu 401. Na, bist du jetzt wieder 5? Bist du 502, oder? Mach du erstmal 502. Du bist ein Genie! Wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, ja, auch. Today I give a cat game. The Erika in Room 502. I also have a dog, so I wish I couldn't get along well. She's told me I was disgusting, but I believed there were no bad people who love animals. I was hurt, but... Ja, kann ich's nehmen, oder ist das jetzt einfach bloß so... Das ist anscheinend einfach nur eine Story. Gut, dann noch zu Psycho-Achim. Nee, Psycho-Achim ist 401. Genau. Richtig, und hier wollte ich auch hin. Runterklettern. Muss erst das Paket bestimmt auswählen, oder? Also. Auch wieder hier. Muss man sagen, bist du ein Genie? Ein nächste Diary. I thought I could get along with Mishori-san in room 401. Since we were close in age, I've never seen him out of this room. I decided to visit him. He finally came out for the third time. I don't think anyone can get along with someone like you, he said. That's it. And the door closed immediately. Okay. Cool. So. Welche Pakete haben wir denn noch? Also 206 hatten wir, weiß ich noch. Das Money würde ich eigentlich, also würde ich behalten, weil wir brauchen das Paket nicht mehr checken lassen. Ich denke, wir müssen zum Priester wahrscheinlich und den hat eben 206, 305. Wer hat jetzt das nächste? 305. So, das heißt, wir können durchgehen bis hier hinten, wa? Oder? Nee, dann runterklettern? Nee. So, dann müssen wir jetzt scheiße. Komplett runter? Okay, ja, scheiße. Wir müssen komplette runter. Ach, Alter, ja, was du hier als Paketbote machen musst, was du hier durchmachen musst, ist ja der Wahnsinn. So, wenn wir schon mal eins unten sind,
Könnte man ja überlegen, nochmal zu dem ekligen. Warte mal, 303? Achso, schade, ja, dann kommt jemand jetzt nicht weiter. Könnte man ja überlegen, nochmal bei dem ekligen Priester vorbeizuschauen und den die Kohle zu heben. Make money, 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 make, make, make money. So. Da, bitte. Diary 6. This morning I saw Yukichi in Raum 105 walking. He seems to be a priest, and I thought he was a kind person. So I went to talk. What is the weak person doing? I don't want to see it. Just useless without money. Never show up in front of me ever again, he said. Maybe he was in a bad mood. 206 hatten wir gehabt. 206? Hatten wir nicht 206? Als Paket. Ist eine Akte, die dir zugeschoben wird, weißt du? At night, Mr. Takeo in Raum 206 was carrying a box filled with beer cans. I said, do you mind me helping? Why the fuck are you trying to help? If you have time to help, you shouldn't be one welfare. You're just a burden to society, said Mr. Takeo. What? I wonder if people around me think that. Ja. Also frei nach dem Motto, wenn du Zeit hast zu helfen, dann hast du zu viel Zeit, du Lachsnacken. Oder was? So, schön. Wir müssen nur noch 305. 305? So, müssen wir hier hochkommen jetzt? So, bitte. So. Ist das meine Akte? Dankeschön. Arisa in Rune 305 ist ein Student. She is also a part-timer at the nearest convenience store. I can tell she is a hard worker and I respect that. When I thought she wouldn't say hello when we passed each other for the first time this morning, she said, are you stalking me, you ugly fuck? I wasn't stalking. Ja, okay, also sie hat gedacht, wir sind hinter ihr her. Wann ich sind. So, jetzt haben wir bloß noch 202, ne? Genau. 202. Aber die wird schon zu weit unten sein. Jetzt, nee, die wird zu weit hinten, unten sein. Ne? Das wäre. Dann wird es die sein. Leiter da sein? Genau. Bitte, bitte, bitte. Ja. Jawoll. Aha, der Fahrstuhl geht wieder. The baby was walking outside this morning. He's adorable. That is Mariko's child in room 202. As soon as Mariko noticed me looking at her son, she grabbed her son and took him inside the house. Please stay away from my son. am I like a germ to her? Ja, irgendwie sind wir irgendwie mag uns hier keiner. Ist dir das mal aufgefallen, Benny? Uns mögen die meisten Leute nicht in den Horrorgames. Alter, nein, Alter, muss ich jetzt hier. Nein, bitte nicht. Ja. Kann ich jetzt hier nicht einfach mal entspannt. Ach, das ist doch Käse. Das muss doch jetzt nicht sein, das ist doch. Du weißt, wie du da hinkommst? Ich habe keine Ahnung, wie du da runterkommst. So, okay, wir sind ja unten angekommen. Fürchterliche Scheiße. So, wir müssen zum Fahrstuhl. Der wurde uns kurz angezeigt. Ich hoffe, wir kommen jetzt wieder zurück. Mach das Ding auf, aber zackig. Was? Wo soll ich denn jetzt hinfahren? Wo soll ich denn jetzt hin? Ja. What? Alter! Oh, es gibt's doch. Igel, ich hab das Baby hier noch am Start. Oh nee. Oh, das war übel, Benny.
Das war übel. Benny? Ja? Oh, Benny. Was war das für eine... Für... Alter, Falter. So, nimm doch jetzt hier mal eine dusselige Göre, Alter. Also, komm jetzt heran. Was so, ist... Tür zu, wir haben es abgegeben, fertig, komm. Ab, lass uns nach Hause fahren. Feierabend. Letztes Paket abgegeben. Ah, hier erkennen wir. Ich bin auf die... Ja, da. Nice. Aber wir haben definitiv nicht alle gefunden. Das kann ich schon mal sagen. Aber ich will jetzt mal wissen, was ist in dem Häschen Blumentopf gewesen? Der muss doch hier irgendwo runtergesegelt sein. Also nicht, dass das jetzt vielleicht... Ah, guck mal hier. Schlüssel 404. Für 404. Okay. Okay. Tja, da müssen wir jetzt natürlich nochmal... Ich wusste es, ey. Da müssen wir nochmal ran, Benni. Da müssen wir nochmal ran. Weißt du. Alter, jetzt fährt er wieder in die fünfte, damit er in die vierte runterlatschen kann. Ey, Mann. So schaut's leider aus. Wir müssen wissen, was ist im Raum. Ist das vielleicht unser Zimmer? Sind wir dieser gestörte Typ, dessen Namen ich mir nicht merken kann und möchte? Ich hoffe nicht. Ich meine, ein Vorteil wäre es, wenn wir jetzt alle Pakete abgegeben haben, wären wir direkt zu Hause und könnten, ja, ratzen. Ich glaube aber nicht daran. Ja, ne, benutzt doch den fucking Schlüssel, Alter. Was soll denn das nun? Benni saffert. Ich hab keine Ahnung. Hast du den auch wirklich ausgewählt? Ja, Mailbox, Junge, Mailbox. Du musst nach unten. Da scheint gerade Mailbox-Key. Und unten, neben dem Fahrstuhl im Erdgeschoss, hast du... Echt? Nein! So, 404. Dumm. Kohai. Are you okay? Kann ich gar nicht lesen hier, warte mal. Kann ich die Flashlight ausmachen? Nee, kann ich nicht. Ja, toll, super. Wirklich besser. Okay, heaven. Read again. You're heated, depressed. Don't care much more. Ja, okay, alles klar. Mami denkt, wir sind depressiv. Und Oma will uns mal wiedersehen. Ja, das war jetzt. Aber das ist doch. Das war jetzt elementar wichtig jetzt für die Story. Naja. Das ist die Klima. Gruseliger Shit. So, da ist er. Guck mal, da ist noch ein Paket. Nein, was soll denn das jetzt, Alter? Ich dachte, wir sind. Ein Fragezeichen? Du sagst immer yes. Ich hätte einfach gesagt, nö. Deliver ich nicht mehr. Das ist vorbei. Nein, Alter, wieso? Ja, und. 404. Dreh durch, ey. Na dann. Leute, das auf geht's zu Kohai. Und jetzt wird keiner aufmachen. Jetzt bin ich falsch. Ja, irgendwer macht anscheinend ja doch auf. Hallo Kohai. Bist du da? Und hier ist der fucking Kühlschrank, Alter. Cool. Tja. Es ist der Kühlschrank, Benni. Der Kühlschrank? Achso, der Kühlschrank, der getropft hat, oder was? Von dem die 1000 Bilder unten hingen, eine tiefer. Ja, aber wir hatten doch auch so einen Blutfleck über... Genau, über uns. Ach, das ist genau da, wo es kleckerte. Ich guck mal nochmal eins kurz die anderen Räume. Nee, ich mach's nicht. Ich geh an die Kühlschrank. Ich tu es. Okay. Keine Verzögerung in dieser Reihe jetzt. Ach, er macht ja nichts. Er macht ja nichts. Er macht ja nichts. Ich werd irre. Kohai, bist du in der Wanne? Nein. Hallo?
Bibims, eins Lauch. Sind wir Kohai? Sind wir tot? Oh Gott. Hast du das Licht gerade ausgemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Oh. Was passiert? Oh, ich weiß nicht. Der Liefermann hat sich entschieden, den Platz zu verlassen. Er ist zur örtlichen Polizei gegangen und hat alle Details erzählt. Und ja, und die Polizei hat eine brutale Leiche gefunden. Brutal Corpse. Polizei entschied sich früher Selbstmordkommando. Nee, für Selbstmord, ne? Ja, jetzt bitte Zeile nicht mehr lesen. Das Apartment, die Landwirt, okay, ist in die Stadt gegangen. Die beschützt das Haus. Hat einfach den Namen geändert von dem ganzen Apartmentkomplex. Ending 1. Davon gibt es mehrere Endings? Nö. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir hätten anders machen können, irgendwie. Also, Das Einzige, was mir einfällt, ist, was man hätte anders machen können, wäre die Reihenfolge der Pakete zu ändern. Weil wir hatten ja Paket A, B, stimmt, C und so weiter. Ich meinte jetzt eigentlich eher in dem Apartment. In 404 irgendwie. Also jetzt, okay, jetzt haben sie uns halt gezeigt, Kühlschrank. Und du stehst vor dem Kühlschrank und kannst nicht öffnen. Das ist so ein bisschen... der Hund pisst da in den Baum. Schön. Schön. Und nochmal, genau. Immer gib ihm. Ich muss sagen, der eine Jumpscare hat mich richtig gekriegt. Also da habe ich ja überhaupt gar nicht gerechnet in dem Moment. Ja, der hat mich auch kalt erwischt. Das war ja schlimm. Aber der Rest war eigentlich eher skurril. Ablaufen. Also ja, gerade der Typ mit ja, das Paket muss gesegnet werden vom Priester und der Priester, oh, ist zu wenig Geld und... Alter! Ja, aber es war gut. Es war gut. Es hat jetzt nicht die Welt gekostet, das Spiel. Und ich bin der Meinung, man sollte öfters halt solche kleinen Entwickler unterstützen irgendwie, damit die halt einfach so kleine Perlen schaffen. Ne? Es müssen nicht immer die großen AAA-Titel sein, irgendwie die kleinen Indie-Spiele schaffen es manchmal genauso irgendwie und zu fesseln. Wenn es halt nur für eine Stunde ist. Benny, the last word is to you. Ja, im Endeffekt selber so eine kleine Games machen auch mal oder haben auch mal was. Muss ja nicht immer so ein AAA-Titel sein und ich finde es eigentlich ganz cool. Mal so zwischendurch. Nices Game, kurz gespielt. Finde ich okay. Also für eine Dreiviertelstunde, Stunde spielen, hat richtig Spaß gemacht. Zusammen mit Steve sowieso, macht mir immer Spaß und daher, wenn es euch genauso gut gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert gerne unseren Kanal und bis dahin sagen wir erstmal reingehauen. Ciao.